Täglich 8 Stunden. Täglich 8 Stunden. Da eine Woche, da ein Monat und da täglich 2 Stunden. Oder eine Woche? Ist das zu viel? I want to buy time for humanity, to learn the power of love. 5 Jahre Freizeit. Zeit zum Prokrastinieren zum Beispiel, wenn viele dringende Sachen irgendwie warten, dann ist das immer gut. Let's say 100 years. 100 years. Yeah. Ja. Wie bezahlt man? Entweder Bar oder mit Karte. Also Sie nehmen Euro. Das normal. Ganz normal. Schnöde, okay. Ja. Du mir jetzt echt das abbuchen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen hier. Dann will ich nur 1 Euro bezahlen. 1 Euro? Aber das ist auch ein bisschen gemein, weil es mir viel mehr wert ist. Wie kommt es eigentlich dazu, Zeit zu verkaufen? Es ist eine riesen Nachfrage da und keiner, der das Angebot dazu liefert. Hallo, grüß Gott. Also auch dieses im Moment sein, genau. Ja. Aber dazu fehlt vielen die Zeit heutzutage. Ja, und das kann man aber in Seminaren zum Beispiel lernen. Ja. Kosten dann auch was. Kosten dann auch was, ja, genau. Gar nicht so wenig Geld, um zu lernen, ja. Wie man wieder, indem man sich zum Beispiel auf das Atmen konzentriert. Ja. Zeit zum Atmen haben wir auch schon verkauft. Ja. Aber das eigentlich kann man derzeit nicht kaufen. Ja, hier schon. Hier schon. Aber, in ja. Form? Aber eigentlich ja schon. In Form von Zeit. In welcher Form bringt Zeit? Alles Mögliche brauche ich Zeit, ja. Das lässt sich sehr schwer einschränken. Und wie viel Zeit war das möglich? Es ist so schwer, weil ich lebe im Augenblick. Dann gibt es nur den einen. Dann will ich nur den Augenblick haben. Einen Augenblick? Ja, für einen Augenblick. 1 Euro pro Minute ist nicht so, ne? Doch, geht. Doch, geht? Ja, geht auf jeden Fall. Ja, geht auf jeden Fall. Ist gut, ist auch qualitativ ziemlich hochwertig. Ja, aber das ist dann noch nicht so wie Supremes halt so, weißt du, was ich meine? Gut, dann mach das 5 Euro bitte. Danke sehr. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Augenblick. Die absolute Supreme-Zeit ist, wäre jetzt, wenn du sagen würdest... 20 Minuten, also eine Minute 20 Euro, so wäre das jetzt so das Größte, was ich machen genau. könnte. Naja, du könntest auch also du könntest auch eine Millisekunde kaufen. Mit der Zeit gehen manche Leute sehr leichtsinnig um. So. Sie arbeiten viel zu viel, verlieren völlig den Blick über ihre Zeit und schwuppsdiwupps bleibt keine Zeit mehr, ein Buch zu lesen, bleibt nicht mehr die Zeit, um in Urlaub zu fahren. Und das kann man halt eben verhindern, wenn man in die eigene Zeit investiert.